welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual... Lord Hämchen, kannst du nicht in die Radiosendung reincrashen? Punkt einmal reingeschaut und Mensub da gelassen und dann weiter ackern. Ey, Lord Hämchen, danke dir für 26 Monate. Vielen lieben Dank für den Resub. Perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistical abstraction and its effect on the human. Thank you, Professor. It is a question. Feiert ihr die Sonne, was? Feiert ihr die Sonne eigentlich genauso wie ich? Ich feiere die Sonne mega. Also Sonne super. Was für ein wunderbar wildes Wetter, perfekt für einen Ausflug nach draußen. Ausflug nach draußen. Vierspurige Straße. Jetzt wird's interessant. Wir graden ab. Leute, wir graden ab. Vierspurig. Oh, das ist so geil, dass du das jetzt machen kannst. Das geht hier nicht mehr. Warte kurz. Das wollte ich eigentlich gar nicht so haben. Oh, das ist aber so angenehm, wie das jetzt aufrüstbar alles ist und so. Einfach mega cool. Das würde ich aber nochmal gerne zurück downgraden quasi. Aber das kann ich nicht, warte mal kurz, das kann ich nicht so bauen, das muss ich anders bauen. So ein bisschen. Schön bei uns eigentlich so. Ist eigentlich schön bei uns. Event-Tagebuch. Bürger im Blick. Wir haben ein Übermaß an Stromproduktion und verkaufen den Überschuss an den Rest der Welt. Ja, das like ich doch mal. Wir suchen Personal. Gerade haben wir in der Bergstraße 131 eine neue Fabrik eröffnet. Wir stellen ein. Ja gut, auf dem Parkplatz würde ich jetzt auch nicht so dringend arbeiten wollen. Aus vielen Gründen ist das anders. So, hier wird mittlerweile dichterer Wohnraum wird hier eingebastelt. Ganz kurz nochmal, eine Sache möchte ich nochmal schnell schauen. Und zwar, kann ich hier bei der Grafik... Nee, früher gab es das mal, da konntest du die Limit, die Looks ändern, ne? Das scheint jetzt gerade nicht mehr zu gehen, oder zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Stadtwirtschaft, ja, guck mal. es könnte sein, dass wir vielleicht die Stadtwirtschaft ein bisschen nicht so im Griff haben. Dienstleistung, okay, wir haben natürlich sehr viel Kosten. Wir müssen mehr Steuern machen. Mehr Steuern. Staatliche Zuschüsse ist das Größte, was wir kriegen. Handel, wir kriegen so ganz, ganz blöd nur wenig von den Burgers, ne? Also da muss irgendwie, da muss mehr gehen, ne? Aber wir brauchen mehr Wirtschaft. Warte mal, hier, das ist da Industrie, meine ich natürlich. Man muss mehr Industrie ran. Kein Problem. Netzwerke zu überladen ist mein Leben, ja. Wir brauchen Wohngebiete im Industrieviertel, um die Arbeit... Okay, das ist Enzyklopädie. Wünscht sich das. Was soll ich sagen? Hier gibt es so eine Hillbilly-Siedlung, weißt du? Enzyklopädies Hillbilly-Siedlung gibt es hier. Die wohnen hier. Das ist so eine kleine Kommune, die sich hier etabliert hat. Die Jünger des Enzyklopädies. Und zwar in der Enzyklopädie-Gasse. So, die Enzyklopädie-Gasse. Hier wohnen richtig arme Leute, ja. Das ist wirklich wild, ja. Die wohnen hier. Und
das ist so ein, das ist so eine, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das sind die etwas Ärmeren unter all denen. Die wohnen halt im hier, weißt du? Die Enzyklopädiegasse. Gasse klingt jetzt irgendwie zu gut, ne? Enzyklopädie Hillbilly Siedlung. Das klingt netter, ja? Gosse. Warte mal kurz. Da muss ich mal ganz schnell mal einen Orange-Maracuja-Saft rausholen, weil das hält ja keiner aus. Eieiei. Auch etwas, was du in der Siedlung definitiv nicht finden wirst. Aber du, dafür kannst du das Wasser aus der Trinkwasserleitung anzünden. Ist doch auch was. Liebe ist, dass sie so viel Sonnenlicht kriegen. Bald nicht mehr. Enzyklopädie kümmert sich. Ja, du wohnst direkt. Das ist auch schön hier. Ja, du wohnst direkt mit Blick auf die Müllkippe. Ist doch nett. Einen Shop. Ja, so ein kleines bisschen, doch, das können wir hier noch machen. Und vielleicht hier oben noch. Ja, so einen kleinen Mikroladen gibt's da, ja. So, keine Ahnung, wenn du Probleme beim Atmen hast, kriegst du da so FFP2-Masken, ja, das ist gar kein Problem. Damit du wenigstens ein bisschen atmen kannst, ja. Oh, neues Gebäude. Popmusikeranwesen, die Terrasse. Dieses Haus eignet sich perfekt für die Partys, die hier lebende Popstar gerne feiern. Es entsetzt mich, in welchem Zustand die Gesundheitsfürsorge dieser Stadt ist. Man weiß nie, ob man behandelt wird. Entschuldigung? Hier ist ein Patient drin. Ich habe Fragen. In dieser Stadt ist es so unglaublich laut. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt wieder, muss ich mich wieder um die ganzen Probleme kümmern. So ein Mist. Hier ist irgendwie die Straße auch nicht mehr ganz so frisch. So. Verkehrsfluss. Hier ist ein bisschen schwierig. Hier ist aber auch niemand. Mag vielleicht auch daran liegen, dass hier auch gar keiner durchkommt. Warte. Alles Fußgängerbereich hier. Die müssen alle nochmal neu bauen. Sorry, Leute. Das war ein Fehler von mir. Ihr müsst alle nochmal abreißen und neu bauen. Ich baue gerade die Straße um. So. So, okay. Wie es gibt Fürsorge beim Zwerg. Ey, ich kümmere mich hier. Ja? Ich bin der Kümmerzwerg. Wir müssen neu bauen. Da muss die Fußgängertrasse durch. So. Ich hoffe, ihr freut euch jetzt. Der Strom fällt ständig aus. Entschuldigung. Okay, dann gibt's für Enzyklopädie hier unten nochmal ein fettes Kohlekraftwerk. Nee, pass auf. So. Wir machen immer noch mega hart Ausgaben. Ich finde unsere Straße hier eigentlich ganz nett. Ich mag das tatsächlich gerne gerade. So.
Jetzt machen wir hier nochmal in der Mitte auch nochmal einen kleinen Weg durch. Was haben wir denn hier? Einbahnstraße, Schotterstraße. Nicht das, was hier für Fahrzeuge mit geringen Geschwindigkeiten befahren werden kann. Prinzipiell Fußgänger, auch Dienstleistungen und Zulieferer werden. Okay, hier dürfen. Ja. Tragwerkstruktur mit einem Dach oberhalb der Fahrbahn. Was zum Henker? Why? So, okay. Ich finde das mit dem Gassensystem hier eigentlich ganz cool. So, dann machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen Wohnungen rein. Dann gibt es hier auch nochmal an der Seite nochmal ein paar Shops vielleicht. Na, das sind ein bisschen viele Shops vielleicht. So vielleicht, ne? Haben wir ja auf jeden Fall. Jede Menge Freizeit. Ja, das ist natürlich noch eine andere Geschichte. Wir wollen das Popmusiker-Anwesen. Die wohnen natürlich hier oben gediegen, ja. Yay, kleines Dorf, gratuliere. Ich komme gut voran. Ja, nice. So, was können wir jetzt hier machen? Kleines Dorf, okay, alles klar. Jetzt müssen wir natürlich noch mehr Geld ausgeben, weil jetzt wollen die natürlich auch noch irgendwelche seltsamen Bildungseinrichtungen wie eine Grundschule haben. Ich bin entsetzt. Wir machen folgendes. Wie weit reicht die Grundschule? Die Riesenreichweite. Die gibt es hier hinten. Und eine höhere Schule gibt es hier vielleicht irgendwie hier. Ja, so hier vielleicht. Guck mal. Ein Zwerg verlängert sein. Ey, guck mal, der Ben. Dankeschön. Punkt mehr Zwerge für Neuzwergistan. Für Neuzwergistan. Dankeschön, wir sind 27. Vielen lieben Dank dir. Ey, unsere Leute lieben uns. Ich bin begeistert. Okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwann mal irgendwas, um Fahrzeuge zu reparieren hier. Straßendienste oder so. So, was machen eigentlich unser Popmusiker-Anwesen hier oben? Hier werden wilde Partys gefeiert. Oh, die machen Wohlbefinden. Warte mal kurz, da muss man das nochmal vielleicht. Updates to our power grid, the city will be experiencing rolling blackouts. We urge the public to remain calm during these breaks in service and to follow the guidelines on the city's website on how to plan for these temporary events. This has been a local public service announcement. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. Wir haben Moment, Entschuldigung, wir haben gar keine Power Shortage. Wir haben mega viel Plus. Wir exportieren sogar. Tourismus? Eher nicht so. For our newer, less able listeners, first, we will be dancing through the al dente section before entering the slower largo movement, finally, then savoring the vivacious antipasto movement. So, without further ado, let's raise the curtain and begin. Es ist natürlich clever, die einzige Tankstelle zu haben in der Fußgängerzone, wo gar keine Autos fahren dürfen. Ich würde an deren Stelle auch eine Tanke dahin bauen. Was kann schon schief gehen, ja? Isn't that going to be costly, Mr. Councilman? Oh, well, quite frankly, yes. It is an additional expense, but the residents have come to expect a certain level of services and we simply do not have the capacity to provide them within the city. Sounds like we're the ones who will end up paying for it. Should we be worried? I expect the residents would be more distressed if key services became unavailable. Their quality of life is very important to them. But so is their money. We'll be back after this. Okay, wir haben ein bisschen Smog-Probleme, habe ich so den Eindruck. That's right, Glenda. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest,
Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely apart from the actual rewards enjoyed. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to be richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study of a statistic. Schade, dass es nicht in Deutsch geht. And its effect on the human. Thank you, Professor. It is a question of priorities. A question of priorities. Ist ja stark, ist sehr großartig einfach. Bürgervermögen. Na aber, guck mal, denn da hinten geht's richtig gut. Ja? Enteklopädies Hillbilly-Siedlung. Ich muss sagen, Nummer 156, die haben richtig Cash. Ein Haushaltsmitglied wohnt da, und zwar Gregor Reinhardt. Untätig, Erwachsener, schlecht ausgebildet. Haushalt Familie Gottschalk. Haushaltsvermögen reich. Familie Gottschalk also. Enteklopädies Hillbilly-Siedlung ist sensationell. Das ist doch unser Krankenwagen hier, oder? Sportwagen. Das ist kein Sportwagen. Das ist ein Wohnwagen. Immerhin sind gar keine Patienten hier. Das finde ich schon mal sehr positiv. Bei uns lebt sich's einfach. Schaut's bei der Schule aus? Müssen wir generell mal ins Bildungswesen reinchecken. Also, zugangsberechtigt sind 54 Kinder. 48 sind davon in der Grundschule. In der Sekundarschule sind es noch weniger. Das ist natürlich wild. Okay, alles klar. Gut, bis jetzt schaut eigentlich alles soweit ganz optional gut aus. Wir können auch schon die nächste Stufe einleiten. Wir werden hier mal ganz kurz ein bisschen umswitchen. Wir müssen mal ein bisschen abreißen. Hier wird dicker aufgetragen jetzt. Ich warte eher, bis was explodiert. Maggie, hier wird die Tankstellen können da kann nichts passieren. Das ist sicher, ja. Es ist sicher. Häuschen hinbauen. Na, was kann schon passieren? Sicher, und irgendwo brennt gerade eine Tankstelle. Das ist sicher. Schau einfach woanders hin. So. So, hier wird unsere neue Stadt, unser neues Stadtzentrum hochgezogen. Im Übrigen möchte ich da an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz ein kleines Upgrade machen. Wir werden diesen fabelhaften kleinen Stadtring erneuern. Hier geht's noch nicht. So, dann wird nämlich unser neues Wohngebiet hier ein bisschen mehr angenommen, hoffe ich. Dankeschön für den 23. davon 21 am Stück. Ganz, ganz lieben Dank dir. So.
sagen, liebe. Auch nochmal ganz lieb. Teddy, auch dir danke für dein Follow. Herzlich willkommen im völligen Wahnsinn, ja? Ja, ich hoffe, du bist angeschnallt. Es wird noch schlimmer. Es wird noch viel schlimmer. Warte nur, bis der erste Tsunami hier durchscheppert. Oh, guck mal. Wunderhübsch, oder? Auch wenn du dir komplett die Netzhaut wegbrennst. Ist einfach schön bei uns. Das sind Features, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich sag's euch, wie es ist. Ich stehe auf diese Art von Features, stehe ich unheimlich. Sowas mag ich gerne sehen. Oh, schön mit unserer kleinen Stadtpromenade hier. Schön. Okay. Wir haben aber immer noch Bedarf an Wohnraum. Dann würde ich sagen, machen wir hier oben nochmal ein Sträßchen rein. Da können wir auch wieder eine Gasse bauen oder so. Nee, warte mal. Gasse ist, das ist nur zum Befahren, ne? Eine Fußgängerstraße ist zum Durchlaufen. Wir könnten auch hier mal so eine asymmetrische Straße bauen. So, wie ist denn die gemacht? Ja, das ist für mich okay. So, jetzt lass uns mal ganz kurz nochmal wesentliche Informationen checken. Strom schaut noch solider aus. Geht so. Wir exportieren ein bisschen was. Das ist sehr schön. Wasser, top deluxe, kann man nichts sagen. Meckern wir gar nicht. Gesundheitsfürsorge ist okay. Durchschnittliche Gesundheit 60%. Das ist nicht so geil. Vielleicht? Irgendwie? Friedhofsverfügbarkeit ist auf jeden Fall, da sind 5 von 5000 belegt. Muss ich noch rausnehmen. Dankeschön fürs Bescheid sagen. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier Müll 10,7 Tonnen, Verarbeitung 0,5 Tonnen. What? Kann ich hier... Gelagerter Müll gar nichts. Entleeren beginnen, verlagern. Schickt Müllwagen aus. Why ist das ein Problem? Achso, wir verarbeiten gar nichts, ne? Wir verarbeiten hier nur so, das kippen wir alles auf die Deponie. Das ist das Problem hier, okay. Tourismus, niemand will. Doch, hier wollen, oder? Nee? Nee, hier will niemand zu uns. Okay, alles klar. Das haben wir dann noch. Gewerbe, Gebäudestufen. Okay, das sehe ich nicht als großartig. Was ist das hier? Das Musikeranwesen. Ja, okay, das ist okay für mich. So, warte mal, was haben wir noch? So. Das schaut gar nicht mal so schlecht bei uns eigentlich aus. Wir haben wahnsinnig hohen Gewerbedruck tatsächlich. Wir bräuchten mehr Gewerbe in unserer Stadt.
immer so ein bisschen zwischen den Windrädern, ein bisschen Gewerbe. Wann wurde mit der Stadt begonnen? Dark Shadow, vor Stündchen oder so. Ein wunderhübschen. Grundschule kostet halt, ne? Grundschule kostet schon gewaltig. Aber wir mit, unsere Steuern sind schon eine gute Sache, ne? Dienstleistungen, das geht so. Handel ist richtig schlecht. Besteuerung, ah ja. Okay, dann sagen wir jetzt mal, wir wollen die Leute, was, warte mal, den Leuten geht's nicht so geil. Warum ist das so? Wer ist nicht so zufrieden, die da hinten oder was? Ja, müssen halt wegziehen. Ne? So, ist so. Ich kann auch keine Parks oder sowas bauen, ne? So, öffentliche Parks. Transport. Parks und Erholung, das geht halt gar nicht. Großes Dorf brauche ich dafür. Okay, da sind wir noch ein bisschen weiter von entfernt. Können wir mal in der Forschung nochmal schnell schauen. Ein College könnte man bauen. Ja. Mit dem Müll-Recycling-Zentrum. Das wäre vielleicht noch so eine Sache. Straßen, Ampeln, Schilder, Dekoration. Okay. Das wäre vielleicht geil, hier nochmal zu investieren. Das schalte ich mal frei. Ich hätte gerne die erweiterte, den Straßendienst. Und ich hätte ganz gerne... Na, das lassen wir mal. Straßendienst ist als erstes mal so ein Thema. Straßenwartungsdepot. Ich finde, das sollte... Hier wird nämlich schon ordentlich runtergewirtschaftet. Da sollten wir vielleicht mal ein bisschen investieren rein. Das kommt hinter zu Entglobedies Hillbilly-Siedlung vielleicht. Das können wir auch hier so reinbauen. Warum nicht, ne? So. Zebrastreifen. Kann ich hier Zebrastreifen bauen? Really? Den verschiebe ich mal ganz kurz. Kann ich die Straße kann ich nicht aufbauen, weil... You're back with Second Moon Radio, your second musical home from home. So settle back in your chair, pour yourself a glass and prepare for another hour of musical delight. Tonight we are doing a musical mit Trennwand. Tour of Italia, land of art and culture, que bon, as they say, and an aria inspired by the infamous Vivaldi shall be our guide. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is, we're selling it and bringing money into local economy. That's right. Das Rückbauen finde ich ein bisschen komisch, ne? Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. Ich muss hier mal schauen, wie ich da am blödsten rauskomme. Weil ich nämlich noch einfach hier mal ein bisschen weiter bauen wollte.